richtig schön gewachsen. Wir haben im Prinzip es geschafft, auf so einer Petrischale mit Nährmedium relativ wenige Keime wachsen zu lassen, sodass man über die Verteilung der Kolonien, die diese Keime dann bilden, ja, eine Vorhersage eines Fußballergebnisses schaffen kann. Wir interpretieren das so: Je mehr Kolonien im Strafraum einer Mannschaft wachsen, umso mehr Tore fängt sie sich. Und so versuchen wir dann halt über die Verteilung der Mikroben auf der Petrischale vorherzusagen, wie das Spiel ausgeht. Also das ist im Prinzip die Vorhersage des Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland. Und man sieht hier einen relativ eindeutigen Sieg der deutschen Mannschaft. Wir haben viel mehr Kolonien im schottischen 16er als im deutschen. Und das spricht schon dafür, dass die Deutschen mehr Tore schießen werden als die Schotten. Also wir sagen einen eindeutigen Sieg der deutschen Mannschaft im Eröffnungsspiel voraus. Es gab früher viele Tiere, die versucht haben, Fußballergebnisse vorherzusagen. Elefanten, Tintenfische. Aber das ist natürlich eine gewisse Belastung auch für die Tiere. Und deswegen dachten wir probieren es mal mit Mikroorganismen.